Ich möchte mal gern was mit dir teilen von einem Tag im September 2016, der wirklich alles in meinem Leben verändert hat. Es war der Tag, wo ich nach 30 Jahren morgens einen Brief aus meiner Schreibtischschublade genommen habe. Und zwar war das meine Kündigung. Meine Kündigung, freiwillig aus dem öffentlichen Dienst rauszugehen. Diese Kündigung, die hatte ich schon lange vorher geschrieben. Ich habe nach 30 Jahren öffentlichem Dienst, ich hatte eine Kündigungszeit von 7 Monaten gehabt. Und ich hatte mir diese Stelle ja mal gesucht, so aus Sicherheitsgründen und gedacht, okay, bis zur Rente, alles gut, sichere Stelle, sicheres Einkommen. War auch sehr stolz auf die Stelle, nur fühlte mich irgendwie zunehmender fehl am Platz und deshalb bin ich hingegangen und habe dafür gesorgt, dass ich mir nebenbei ein stabiles Herzensbusiness aufbaue, habe mir Hilfe dazu geholt, habe mir dabei helfen lassen, was wirklich dem Plan meiner Seele entspricht, was also ja meiner Essenz entspricht, und die Kündigung geschrieben. Und dann war dieser Tag da, besagter Septembertag, wo ich wusste, heute darf ich springen. Und das hat alles verändert. Ich hatte mir vorher auch schon so oft in meiner Vorstellung diesen Tag vorgestellt, wie ich ins Büro zum Abteilungsleiter gehe, diesen Brief übergebe und sage, ich kündige. Und dann war dieser Tag da. Ich bin dann losgefahren, erstmal auf der Autobahn, wie jeden Morgen, Stop and Go, Rush Hour, ne, wie man das so kennt, morgendlicher Berufsverkehr. Und das hat mich ganz viel beschäftigt, innerlich. War so eine Zwiegespaltenheit. Auf der einen Seite Zwiegespaltenheit. Auf der einen Seite war so eine Freude da, so ein Jubel da. Ja, heute geht's jetzt wirklich in eine andere Richtung. Ich treffe die Entscheidung, ich habe die Entscheidung getroffen, ich kündige heute. Und auf der anderen Seite war natürlich so Zweifel da. Ist das wirklich das Richtige? Geht das alles gut? Und, ne? Also, ja. Es war so ein Wellenbad der Gefühle, so eine Achterbahn der Gefühle. Aber das Gefühl, ich muss da jetzt wirklich dieser Entscheidung, diesem Impuls, was meine Seele, mein Herz mir ja schon Jahre zuvor im Grunde genommen geschickt hat, ich muss dem jetzt folgen, ich möchte frei leben, ich möchte mir meinen Tag nicht mehr von anderen vorschreiben lassen und ich möchte vor allem auf mein Leben mal zurückblicken und denken, es hat ein paar Jahre gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Ich habe meinem Herzen noch gefolgt. Ich bin meinem Herzen noch gefolgt. Ich habe mir noch für mich und für die Family das Leben erschaffen, was aus damaliger Sicht meinen kühnsten Träumen entsprochen hat. Und ich möchte nicht auf mein Leben zurückblicken und denken, hätte ich doch nur. Und dann habe ich diesen Tag im Büro noch ganz normal, in Anführungsstrichen, also äußerlich, augenscheinlich für äußere Umstände, normal verbracht, 15:15 Uhr, war immer der Zeitpunkt, wo ich Feierabend hatte, habe dann diesen Brief genommen und bin rüber zum Abteilungsleiter und habe den übergeben. Ich sehe heute noch die großen Augen vor mir, wo er dachte, das gibt's jetzt nicht, bin ich im falschen Film? Die hatten mal alle Tassen im Schrank oder was auch immer. Ich weiß ja nicht, was er alles gedacht hat. Also das mit dem, die hatten immer alle Tassen im Schrank, das habe ich tatsächlich von anderen gehört. Du oder sie haben immer alle Tassen im Schrank, jetzt einfach zu kündigen, zu gehen. Geht das gut? Und. Der ein oder andere hat mir so ein bisschen mitleidig die Hand gedrückt. Sie werden ja wissen, was sie machen und hoffentlich geht das gut und ich wünsche ihnen alles Gute und so als so ein bisschen mitleidig. So, und dann bin ich ins Auto runter auf den Parkplatz und saß im Auto und habe erstmal laut geschrien, gejubelt. Und gleichzeitig war dann auch wieder so dieses Wellenbad der Gefühle, oh mein Gott, was hast du jetzt gemacht? War das jetzt wirklich der richtige Schritt? Aber ich habe einfach nur letzten Endes, der Jubel hat überwiegt. Ich bin nach Hause gefahren und als ich vorgefahren bin, damals haben wir noch im Saarland gewohnt, habe ich gesehen, dass ein Briefkasten ein Päckchen drin steckt. Und ich hatte mir schon Wochen zuvor ein Buch gekauft, das völlig in Vergessenheit geraten war. Und just an diesem Tag lag dieses Buch im Briefkasten. Und nicht nur das, es war noch ein Armbändchen dabei, so ein Armbändchen als Goodie einfach. Und da stand drauf, du hast alle Fesseln jetzt gesprengt. Sowas in dem Stil.
Ich habe gedacht, wow, was für eine Botschaft vom Universum. Und dann ist so vieles ins Rollen gekommen, so viele Türe und Tore haben sich geöffnet. Das war letzten Endes auch der Start, wo die Akademie entstanden ist, wo ich einfach Frauen wie dir auch dabei helfe, in das freie Leben zu starten, von dem du bis eben noch träumst, was wirklich deinem Herzen, deiner Seele entspricht. Das war der Start letzten Endes, warum später auch Provita entstanden ist. Ein Familienunternehmen, wo wir alle mit im Boot sind. Und das war der Start schlechthin für die ganze Familie, ein freies Leben sich zu gestalten. Was durfte ich dazu machen? Dazu durfte ich meinen Träumen folgen. Dazu durfte ich vorgehen. Und deshalb war dieser Tag, wo ich wirklich die Entscheidung getroffen habe, ich übernehme jetzt die volle Verantwortung für mich und mein Leben. Der Tag, der wirklich alles verändert hat. Und jetzt fällt mir gerade noch ein, weil ich diesen Satz gesagt habe, dieser Satz, dieses Zitat, ich kenne den Ursprungsgeber nicht, das stand, als ich so, ja, so Anfang 30 war, also schon ein bisschen mehr als 3 Tage her, stand dieser Spruch mal auf meinem Schreibtisch damals. Der Tag, an dem du die volle Verantwortung für dich selbst übernimmst, ist der Tag, an dem dein Weg zum Ziel beginnt. Damals habe ich diesen Spruch, dieses Zitat ganz toll gefunden, aber so richtig verstanden hatte ich es nicht. Jetzt wird mir gerade bewusst, wo ich das mit dir teile, dass dieser Spruch damals auf meinem Schreibtisch stand und ich unweigerlich und unaufhörlich diesen Weg gegangen bin. Hätte ich mir früher schon eine Begleitung erlaubt, wäre es sicherlich schneller gegangen. Zu meinem Weg gehörte es dazu. Also so lange dann einfach noch selbst zu versuchen, das alles auf die Beine zu stellen. Es hat dann wirklich alles verändert, als ich mir mal Unterstützung holte von Menschen, die dort waren, wo ich hin wollte. Aber überhaupt die Entscheidung zu treffen, wirklich dafür zu gehen, für mich, für mein Herz, für meine Seele, für meine Mission, warum ich überhaupt hier bin, was der wahre Grund des Daseins hier ist. Diese Entscheidung treffen konnte ja nur ich, ja. Und das hat wirklich alles, alles in meinem Leben verändert. Deshalb abschließende Frage an dich. Welche Entscheidung hast du bis eben noch nicht getroffen, die, wenn du sie jetzt treffen würdest, auch in deinem Leben wirklich alles verändern würde? Und wenn du da gerne mehr Inspirationen zu hättest, dir Unterstützung wünschst, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Lass mal schauen, wo du stehst und was genau so deine großen Ziele sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Begleitung. Du findest auch hier in der Nähe von dem Video den Link, wo du auch mal schauen kannst, was gerade so im Angebot ist für dich. Und ja, wenn du Fragen hast, hinterlass mir gerne eine Nachricht, eine persönliche Nachricht hier und dann können wir einfach schauen. Oder folge deinem Impuls und sag, ja, hier die Magie des Seelenplanes. Das ist genau das, was jetzt das Richtige für mich ist, weil du auch den Plan deiner Seele entdecken möchtest. Dann geh einfach all in und spring und alles andere werden wir dann im internen Bereich gemeinsam machen. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich. Bis dahin, ciao, ciao.